Ja, Axel Kruse und Carsten Hedda wieder im WM-Studio. Dann hoffen wir mal, dass die neue Unterkunft, der neue Spielort, auch so ein bisschen was wie frischen Wind bringt, oder? Motivation pur, hoffen wir. Da können wir gar nichts anderes hoffen, als dass die Mannschaft jetzt endlich wieder hochkommt. Denn, ja, man muss es so sagen, die deutsche Fußballnationalmannschaft, die Vorbereitung, die ist auch nicht gut gelaufen, oder Axel? Wenn wir uns nämlich die letzten Testspiele angucken, da hat man so ein bisschen den Eindruck, tja, das war ja alles abzusehen. Oder fangen wir doch mal an, 10.11. letztes Jahr, England-Deutschland 0-0, Deutschland-Frankreich, paar Tage später 2-2. Ja, ich muss auch sagen, ich habe immer gesagt, naja, die Vorbereitungsspiele ist nicht der Maßstab, aber anscheinend ist es trotzdem, ist es doch eine Tendenz, wenn man sieht, gegen England 0-0 nur, gegen Frankreich 2-2. Das beste Spiel war eigentlich gegen Spanien, da waren wir wieder ein bisschen motiviert, gegen Brasilien schwach hier in Berlin 1-0 verloren. Also wie gesagt, die Vorbereitungsspiele waren eine Tendenz und wir haben es jetzt gesehen. Gegen Österreich haben wir dann ja auch da will ich gar nicht überreden. Okay. Und gegen Saudi-Arabien sowieso nicht, nur 2-1 gewonnen. Und irgendeiner hat es jetzt, glaube ich, gerade gesagt, also es war das gleiche Spiel gegen Mexiko wie gegen Saudi-Arabien, nur dass Mexiko ein bisschen besser kontern konnte. Aber damals vor der WM 2014 waren wir doch viel besser, auch in den Testspielen. Wir haben eine gute Qualifikation gespielt, alles, die Testspiele auch ernster genommen. Was ist das Ergebnis hierfür? Also auch gegen Top-Teams wie Brasilien zu verlieren und dann gegen die schwachen Österreicher auch noch eine Niederlage zu kassieren? Naja, weil du gerade sagst, die Qualifikation ist mal ohne Mist, aber das sind ja mittlerweile keine Gegner mehr. Ich kann mich nur noch an Aserbaidschan erinnern, also sonst kann ich mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Gut, die Italiener und die Holländer würden sich freuen, wenn sie bei der WM teilnehmen würden. Also insgesamt, nochmal, also man sagt ganz, ganz oft, oh, gut, Vorbereitungsspiele, da gehe ich nicht so 100% rein, da mache ich so 2-3% weniger. Ja, das ist wahrscheinlich auch so, aber insgesamt von der Tendenz her, von der spielerischen Qualität her, war das im Nachhinein ein Fingerzeig. Was muss jetzt also gegen Schweden passieren? Und wir wollen jetzt mal ein bisschen genauer auf unsere Matchaufstellung gucken. Das ist ein neuer Leckerbissen, den wir uns für Sie überlegt haben. Und das bedeutet natürlich auch, Axel Kruse mit seiner Matchaufstellung, mit deiner Mannschaft. Du hast ja zum Beispiel dir auch überlegt, naja, den ein oder anderen austauschen. Bleibst aber auf jeden Fall dabei gegen Schweden, dass wir mit dem 4-3-2-1-System spielen. 4-2-3-1, Entschuldigung. Ja, wir haben es jetzt mal so ein bisschen aufgezeichnet hier. Also die Schweden, klassisch sieht man ja 4-4-2, das werden die durchziehen. Wir, ja, es sieht jetzt so aus wie ein 4-2-3-1, könnte aber auch zum 4-1-1 werden. Also wenn Gündogan zum Beispiel reinkommt, der schiebt sich dann ein bisschen weiter nach vorne. Toni Kroos ist dann mehr in der Zentrale. Also um ein bisschen mehr... Das heißt, das Mittelfeld, wenn wir das jetzt ein bisschen einfärben, da sehen wir es. Also vom Mittelfeld verlangen wir eine ganze Menge. Weil vor allen Dingen, wir müssen uns natürlich auch dann gegen diesen Abwehrblock der Schweden durchsetzen, oder? Ja, also wenn man Spielaufbau, Toni Kroos, könnte ich mir vorstellen, wird dann alleine spielen in der Zentralen hier im Mittelfeld. Wie gesagt, Gündogan geht ein bisschen weiter nach vorn, hier sieht man es dann. Und dann natürlich gerade über die Außen. Thomas Müller, Reus müssen versuchen, zwischen die Viererketten der Schweden zu kommen, um mehr Torgefahr auszustrahlen. Und ich habe es ja gesagt, bei mir kommt ja Mario Gomez vorne rein, dann hast du so einen Ankerspieler vorne drin, der die Bälle sichern kann, der natürlich auch die Flanken verwerten kann. Timo Werner ist doch eher der Konterstürmer, der mit seiner Schnelligkeit was machen kann. Ich glaube, gegen die Schweden ist er aus meiner Sicht zumindest nicht der Richtige. Aber wenn wir auch auf das Mittelfeld der Schweden schauen, wir sehen auch hier einen Viererbereich, die spielen 4-4-2 nach vorne. Und da muss die deutsche Mannschaft doch auch der Stürmer, also Mario Gomez, wenn du ihn jetzt nimmst. Der muss in der Mitte stehen bleiben. Das sieht man ja hier hinten, die Viererkette. Mario Gomez wird in der Mitte stehen bleiben. Und dann wird es ganz, ganz wichtig sein, zwischen diese beiden Ketten, die machen das sehr, sehr homogen, stellen die Passwege zu. Da musst du reinkommen. Wenn der Abstand der Schweden vielleicht mal nicht 3-4 Meter ist, sondern 5 Meter, dann musst du über Reus, über Müller, natürlich eben auch mal Gomez vorne anspielen. Da musst du in den Bereich dann reinkommen, um dann die anderen Mittelfeldspieler nachrücken zu lassen und dann zum Torabschluss zu kommen. Welche Rolle spielen denn eigentlich dann auch unsere Außenverteidiger? Dürfen wir nicht vergessen, auf der linken Seite zum Beispiel gegen dieses Bollwerk der Schweden. Na, das heißt, wenn Reus, Müller, wenn die in der Mitte sind, dann müssen die Schweden sich auf die konzentrieren. Die Außenverteidiger werden hochstehen, unsere beiden. Und wenn du dann in der Mitte zu eng hast, dann spielst du über außen, über Kimmich, andere der Hector oder vielleicht Plattner, das werden wir dann sehen. Und dann kannst du versuchen, Flanken reinzuschlagen. Das könnte also eine Möglichkeit sein, dieses Bollwerk der Schweden zu überwinden, denn es muss auf jeden Fall ein Sieg her, oder? Naja, das Hauptproblem wird sein, also ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da eventuell durchspielen. Das Hauptproblem wird sein, wir müssen nach vorne was machen. Und unser Problem gegen Mexiko war ja nach hinten. Also wenn Kimmich weit vorne steht, wenn Hector weit vorne steht, dann hast du diese Außenpositionen frei. Ja, und wenn die Schweden nur ansatzweise so kontern wie die Mexikaner, dann wird es lichterloh brennen und dann haben wir wieder ein Problem. Also was mich zuversichtlich macht, die Schweden können eigentlich nicht so gut kontern wie die Mexikaner. Also bei mir ist jetzt auch nur Hoffen, Bangen und Daumen drücken. Also keine Ahnung. Dann sind wir gespannt. 11:15 Uhr, das große Welt-Tippspiel.
Ich kann nur sagen, für mich sieht es ganz gut aus. Oh, ne? Axel, wie er strahlt. So, und Carsten, es gibt ja auch anscheinend noch eine Pressekonferenz von Manuel Neuer. Da gewinnen wir vielleicht auch ein paar Einblicke, wie es besser ist. Guck mal, Harriet kommt wieder mit dem Seriösen, mit der Pressekonferenz und Manuel Neuer. Ne? Und wir reden über Tippspiel. Die Frau hat an. Komm, jetzt nehme ich dich mal in den Arm. Vielen Dank erstmal für eure Analyse. Danke.